Du möchtest wissen, wie ich meine Lego-Investments und Lego-Sets analysiere? Dann bleib dran, diese Frage klären wir in dem heutigen YouTube-Video. Damit begrüße ich dich zu einem weiteren Video. Mein Name ist Marco und heute stelle ich dir meine Strategie vor, ja, wie ich in, ja, 5 bzw. 6 einfachen Schritten meine Lego-Sets analysiere, wie ich dabei vorgehe und ja, welche Tools und Excel-Tabellen und Tricks ich dabei nutze. Wie immer, das Ganze ist keine Anlageberatung, sondern einfach nur ein kleiner, ja, Leitfaden, so wie ich das mache. Und vielleicht kannst du ja den einen oder anderen Tipp daraus mitnehmen. Wenn ja, freue ich mich sehr über dein Feedback in den Kommentaren und dann fangen wir direkt an. Ich wollte dir zuallererst mal meine kleine Excel-Tabelle zeigen. Da ist jetzt hier ein kleiner Ausschnitt eingeblendet im Video. Und diese Excel-Tabelle dient mir, also das ist jetzt quasi eine Beispiel-Excel-Tabelle, meine sieht etwas anders aus, die ist etwas größer und befüllter, die dient mir so als kleine Datenbank sozusagen. Das heißt, immer wenn ich ein Set analysiere, ein potenzielles Set analysiere oder analysieren möchte, dann packe ich dieses Set hier rein und fülle hier ein paar Daten aus. Und jetzt natürlich die Frage, klar, welche Sets analysiere ich? Prinzipiell könnte ich natürlich jedes Set analysieren, aber das ist jetzt quasi der erste Tipp. Ich überlege erstmal, welche Sets überhaupt interessant sind zum Analysieren. Da gibt es verschiedene Faktoren. Es gibt wie zum Beispiel MyBrickDepot, bei denen ich mein Depot tracke, bei BrickMerge, aber auch auf Seiten wie Spielwareninvestor und Stonewalls gibt es Lego EOL-Listen, Lampen und sonstige Systeme, die einen An- oder einen Tipp dazu geben, hey, das und das Set könnte dieses Jahr vom Markt gehen. Und diese Listen sind natürlich nicht immer perfekt, also da sind auch mal Fehler drin. Lego veröffentlicht diese Zahlen nicht. Hey, das Set geht jetzt zu dem und dem Datum 100% vom Markt, das passiert nicht. Aber da bekommt man so ein EOL-Gefühl. Mit der Zeit, wenn man das ein bisschen länger macht, bekommt man auch so ein Gefühl und sagt, okay, so ein Speedchamp bleibt im Schnitt 2 bis 2,5 Jahre am Markt, zum Beispiel. Oder ein Creator Expert Set, die Modular Buildings, die gehen immer nach einem gewissen Zyklus vom Markt. Und wenn man das nach und nach drauf hat, immer mehr sich informiert über die Serien, deren Lebenszyklen, dann kann man hier nach und nach einfach ein EOL-Gefühl entwickeln, einfach, es klingt ein bisschen komisch, aber kann hier seine Excel-Tabelle füllen. Das ist also Schritt 1, such dir die Sets raus, die du analysieren möchtest, anhand eben der Faktoren, wie nah sie am EOL-Datum stehen. Und jetzt hast du vielleicht am Ende da 20, 30, 40, 50 Sets drin stehen und du willst ja am Ende vielleicht nur noch 5 Sets da stehen haben, in die du dann investieren kannst. Das heißt, im nächsten Schritt befüllst du nicht nur die Tabelle mit den Nummern, Namen, sondern auch mit den anderen Daten. Das hat verschiedene Gründe. Klar, einmal die Lizenz ist interessant, weil eine Lizenz meist auch einen Faktor beim Gewinn am Ende macht. Also Sets, die eine interessante Lizenz haben, sei es bei Sweet Champions zum Beispiel eine, dass sie irgendein spezielles Auto quasi darstellen in Miniaturform, das eben eine große Fangemeinschaft hat. Dann sind die Faktoren Figuren und vor allem Exklusivfiguren, zum Beispiel Harry Potter und Sammlern eben interessant, die gerne diese Figuren sammeln. Gleiches auch im Marvel Universe und so weiter und so fort. Dann kann man sich auch mal über, und das ist jetzt der nächste Tipp, die Seite hier, Brick Set, kann man sich raussuchen, welche Figuren sind exklusiv und welche sind eben nicht exklusiv und kann dann mal den Figurenwert auf Bricklink checken, genauso wie auch Teile, Part-Out Value und dann eben wie gut der Part-Out Value ist. Ich persönlich nutze hier immer so einen Faktor 2, alles was so einen Faktor 2 hat, da sage ich mir, super, das sind sehr interessante potenzielle Sets sozusagen, die man da kaufen kann. Und alles, was einen schlechteren Part Value hat, da muss man dann schauen, hey, wie kriege ich das mit Rabatten, dass sich das dann trotzdem lohnt. Faktor Lagerplatz 1 und 2 sozusagen, einmal in Euro, einmal in Sets, ist dahingehend interessant, wenn ihr jetzt Händler seid, ihr habt ein Lager, ihr wisst, okay, ich habe so und so viel Lager in die Höhe und ich habe so und so viel Quadratmeter Lagerfläche, dann habt ihr ungefähr das Volumen, wie viel Ware ihr lagern könnt und damit könnt ihr dann halt abschätzen, hey, wenn ich jetzt quasi das Zauberschach einlager und das Zauberschach bringt mir 20% am Ende Gewinn, also auf mein eingesetztes Kapital Return on Invest. Und hier unten lagere ich nur 8.000 auf die gleiche Fläche und das Set bringt mir auch 20% Prognose. Dann lohnt es natürlich mehr, das Set zu nehmen, dass dir mehr Gewinn, also dass dir den gleichen Gewinn bringt, aber weil du einfach mehr einlagern kannst, im Endeffekt monetär besser dastehst. Das ist dann aber eher, wenn man wirklich in die großen Richtungen geht, generell, wenn man es jetzt privat macht oder sagt, ich mache das als kleiner Investor, dann wirst du nicht kubikmeterweise ja, Lego-Sets einlagern, im Normalfall. Und interessant ist natürlich auch die Verpackungseinheit. Da habe ich auch mal ein Video zugemacht, wo es darum ging, hey, wie kann ich denn verhindern, dass meine Sets beschädigt ankommen? Indem ich in Verpackungseinheiten bestelle. Zum Beispiel. Genau, oder in also mehrfachen davon. Ne? Wenn du jetzt sagst, ich will 9-mal das Zauberschach oder ich will es 10-mal, dann kaufst du vielleicht 9-mal, dann kriegst du vielleicht 3 Original-Lego-Umkartons.
Genau. Bei Rabatt schreibe ich immer rein, hey, wo habe ich das mal mit Rabatt gesehen? Wo könnte ich es mit Rabatt bekommen, dass ich ungefähr weiß, okay, ist es ein Lego-Exclusive, das ich nur mit GWP bekomme? Gab es das mal bei Thalia, bei JB Spielwaren, wie auch immer. Dann suche ich mir immer auch auf der Seite Prick Merch raus, was so mal der Bestpreis war, den man erzielen konnte, dass ich einfach mal einen Richtwert habe, was ein guter Preis ist, wenn das Set ins Angebot kommt. Dann habe ich auch immer mal einen aktuellen Preis drauf, da sehe ich auch immer schon, okay, beginnt das Set schon zu steigen, nähert es sich vielleicht, das ist halt auch so ein Faktor, dem EOL damit, wenn der Preis nach und nach anzieht und die Verfügbarkeit sinkt. Und hinten habe ich meist noch so Notes, das wäre jetzt hier zum Beispiel, es gab eine Preiserhöhung bei dem Land Rover Defender um 20 Euro, respektive, also jetzt auf 199,99 und deswegen verändert sich natürlich auch der Part-Out-Value, wenn natürlich das Set gerade im Preis gestiegen ist oder jetzt in dem Fall Anfang des Jahres im Preis gestiegen ist. Und so baue ich mir dann peu à peu eine coole Tabelle auf, eine nützliche Tabelle, eine große Datenbank, mit der ich dann immer arbeiten kann. Ich kann dann nämlich auch hier eben filtern, kann sagen, okay, ich suche jetzt erstmal alle Sets, die schon sehr lange am Markt sind und lege da meinen Fokus drauf und. Und wenn die Tabellen jetzt oder die Tabelle jetzt gefüllt ist, kann man sich im dritten Schritt überlegen, okay, welche Serien davon haben denn ein gewisses Potenzial? Dazu macht es immer Sinn, sich vorangegangene Sets und Serien anzuschauen. Jetzt bezogen vielleicht auf das Zauberschach, könnte man schauen, gab es schon Schachbretter in der Vergangenheit mit Lizenz, die gut performt haben. Oder bei, das sind ja GWPs, ist vielleicht nicht so gut, aber bei Hogwarts Moments. Gab es bei Hogwarts Moments schon Vorgänger in dieser Serie oder vergleichbare Sets, die vom Markt gegangen sind und gut performt haben. Und so würde ich mich dann da durchhangeln, würde schauen, was kam vorher, wie haben die Sets, also wann, wie konnte man die jetzt beziehen, zu welchem Preis, wie lange hat es gedauert, bis sie sich verdoppelt haben, nachdem sie vom Markt gegangen sind, wie gut war die Rendite pro Jahr und kann dann hier abwägen, okay, ist dieses Set ein Set, was potenziell eben steigt aufgrund der anderen Sets aus seiner Serie oder der Vorgänger oder ist es eher ein Ladenhüter? Und das Kriterium fließt dann natürlich auch mit in die Bewertung ein. So Dinge kann man dann auch bei Notes sich ergänzen. Und darüber hinaus ist natürlich auch sehr interessant und meiner Meinung nach auch sehr wichtig, sich die Stimmung der Investoren einzuholen. Ein Beispiel ist jetzt, es gibt verschiedene Blogs, wie auch vorhin schon angezählt, die natürlich regelmäßig solche Sets aufbauen, dann eine Meinung zu abgeben. Dann gibt es Kommentarfunktionen, da gibt es YouTube-Videos und. Und wenn dann viele Lego-Fans sagen, boah, schlechte umgesetzt, sieht nicht gut aus, hat mir zu viel Sticker, schlechtes Preis-Leistung und. Dann kann ich als Sammler sagen, okay, oder als Investor, der Sammler anspricht, sagen, okay, dann ist dieses Set vielleicht nicht so lukrativ für einen Investor, in dem Fall für mich, weil ein Sammler mir in Zukunft dieses Set eher zu einem schlechteren Preis abkaufen wird, weil da einfach keine Fangemeinschaft dahinter ist, die dieses Set wirklich feiert, die es gerne hat, die es cool findet und die es dann auch eben zu mehr als UVP kaufen würde, wenn es vom Markt ist. Deswegen hier diese Stimmung, dieses Gefühl sozusagen der Lego-Community bezogen auf das Set, ganz wichtig und das kann man sich in Reviews, Blogs, YouTube-Videos etc. ja, quasi einlesen, anlesen. So, und jetzt hast du in vier Schritten dein Set analysiert, also du hast quasi geschaut, was geht denn vom Markt, was sind denn die Key Facts, die du analysieren kannst, ne? Also Figuren, Werte und so weiter. Wie haben denn die vergangenen Sets der Serie abgeschnitten? Wie gut ist die Meinung, wie gut ist die Fanresonanz in der Lego-Community? Und fünftens, da geht es jetzt darum, das ganze Set zu kaufen. Hier, ganz wichtig, am Anfang immer setzt dir ein Budget und setzt dir einen klaren Rahmen. Sag, okay, du willst dieses Jahr 1.000 Euro investieren, du hast die 5 Sets, also verteilst auf jedes Set zum Beispiel 200 Euro, wenn sich das natürlich mit den Preisen auch ausgeht. Dazu habe ich ja mal ein Video gemacht, das verlinke ich dir oben und in der Beschreibung, da spreche ich drüber, was quasi Fehler sind, die man vermeiden soll. Da geht es auch um dieses Liquiditätsplanung und so weiter bei deinen Lego-Investments. Aber das ist eben ganz entscheidend, mach dir einen Plan, welche du jetzt final kaufen möchtest, zu welchen Preisen du sie beziehen möchtest und dann beginn Preiswecker zu stellen auf Idealo, Prickmerch, auf MyDeals einen Filter einzustellen, dass du eine Nachricht kriegst, wenn jemand einen Deal einstellt, in dem dein Set drin ist und. Und dann kauf es nicht einfach mitten im Jahr zu UVP, weil du glaubst, es geht. Die Sets gehen meistens, wie gesagt, zur Jahreshälfte oder zum Ende des Jahres. Und wenn ein Set frei im Handel ist, dann kauf es nicht bei Lego zu UVP oder sogar darüber irgendwo auf dem Zweitmarkt, weil das im Endeffekt der Einkaufspreis entscheidet über deinen weiteren Erfolg mit Investments. Ist es ein exklusives Set, das haben wir ja oben schon betrachtet, diese Thematik, dann kauf es mit GWP bei Lego und nimm so noch einen Rabatt mit. Aber kauf es nicht über den Marktwert oder zum Marktwert ohne irgendeine Form des Rabatts. Wenn es auch nur Cashback ist, verlinke ich dir auch mal ein Video. Und es gibt so viele Cashback-Plattformen, mit denen man mal locker 5% pro Einkauf, wenn man es gut anstellt, mitnehmen kann. So, und wenn du das gemacht hast, mach keine FOMO. Lass den Preiswecker laufen. Der wird irgendwann getriggert, wenn das Set in die Range kommt. Und wenn es nicht dahin kommt, dann
ist ja dein ganzes Investment-Case egal, weil, sagen wir mal, du hast jetzt ein Set, das kostet 100 Euro, du würdest es für 60 mitnehmen, dass deine ganzen Key-Figures stimmen, dass du die Lagerbarkeit stimmt, dass du einen guten Part-Out-Value hast und, dass in der Vergangenheit hast du gesehen, okay, wenn man es für 60 gekauft hat, stieg es nach dem, es vom Marketing auf 120, da habe ich meine Verdopplung und. Und jetzt gibt es das Set aber nur noch für 80 oder 90 und das geht nicht mehr auf diese 60. Wenn du es jetzt für 90 kaufst, bis du bei den 120 bist, sind das nur noch 30 anstelle von 60 Euro und damit hast du deinen Gewinn halbiert. Du könntest aber auch sagen, gut, dann fliegt das Set raus und ich nehme ein neues Set, weil es gibt immer wieder neue interessante Sets. Deswegen auf jeden Fall darauf achten, hier nicht mit FOMO zu sehr hohen Preisen ein Set zu kaufen, obwohl man sich vorher Gedanken gemacht hat, eine Analyse erstellt hat und das über den Haufen wirft, nur weil man eben Angst hat, dieses Set nicht mehr zu bekommen. Deswegen das auf jeden Fall beachten und letztendlich der sechste Tipp, das Ganze so ein bisschen wie ein Aktiendepot auch, versuch deine Regelmäßigkeit reinzubekommen. Sag, okay, du analysierst hier regelmäßig einige Sets, ergänzt diese Liste, du passt deine Preiswecke an, du trackst die Preise mit, du suchst ab und zu mal nach Angeboten, dass du hier wirklich mit der Zeit einfach in eine Routine reinkommst und sagst, hey, das macht mir Spaß, da habe ich Lust dran, das ist keine Arbeit mehr für mich, das macht mir Spaß, hier die Sets zu suchen, zu analysieren und zu kaufen. Und natürlich, was dann natürlich anknüpft an das Ganze, ist die Lagerung, die Gewerbegeschichten und. Und all diese Sachen, die man quasi nachdem man das Set analysiert und gekauft hat, machen muss. Da habe ich eine eigene Playlist erstellt. Kannst du dir auf YouTube anschauen. Ich verlinke sie dir auch gerne unten. Da ist dann alles drin, was quasi weiter auf dich zukommt. Also wie verkaufen, wann verkaufen, wo verkaufen, was ist rechtlich zu beachten und. Da, die Playlist wird weiter befüllt, das Video ist jetzt auch in dieser Playlist drin und ich glaube, dann hast du schon einen sehr, sehr guten Leitfaden mit der Playlist, wie du quasi von null ohne Gewerbe bis am Ende eBay-Shop oder Amazon-Shop-Besitzer mit Lego-EOL-Produkten wirst. Ich hoffe, du begleitest mich auf dem Weg, es kommen weitere Videos, wenn du spezifische Fragen zu einzelnen Themen hast, sagst, okay, das und das kam ein bisschen zu kurz in dem Video, reiß das dann nochmal gerne an oder du möchtest die Excel-Tabelle einfach in die Kommentare schreiben, dann kann ich die gerne auf meinem Blog veröffentlichen, dann könnt ihr euch die runterladen und damit ein bisschen arbeiten, damit spielen. Ich verlinke auch nochmal meine EOL-Liste unten, also Sets, die ich persönlich interessant finde, die könnt ihr dann gerne auch mal zum Test analysieren, um einfach mal ein bisschen reinzukommen. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen Sonntag wieder. Ab jetzt alle 2 Wochen Sonntag 10 Uhr gibt es wieder ein Video von mir. Bis dahin würde ich mich über einen Daumen nach oben, ein Abo und dass du die Glocke aktivierst freuen. Dann verpasst du kein weiteres Video. Bis dahin, auf Wiedersehen.